Ja, hallo meine Lieben. Also wenn ich sage, Oba ist auch ein Paradies, dann gibt ihr mir bestimmt recht. Denn nicht wegen den Orangenplantagen hier überall. Übrigens, an dieser Hauptstraße empfehle ich niemanden zu wohnen. Ja? Diese breite Hauptstraße ist sehr belebt. So, und jetzt zeige ich euch, warum ich Oba für ein Paradies halte. Und dazu muss ich die Kamera nur drehen. Mein Handy. Wunderschöne Tiere. Wir haben übrigens zwei Pferdekoppeln hier. Das ist nur der Außenbereich. Wir haben etwas windig, deswegen hört ihr bestimmt nicht gut. Also, ja gut, diese Straße, würde ich mal sagen, ist kein Paradies, aber ansonsten die Berge, die Obstplantagen, die Orangenplantagen, schaut euch an, wie die da rumhängen, ja. So, so viel von mir, vom wunderschönen Oba. Schaut euch die Berge an, wie sie gerade im Schatten sind. Seht ihr das? So, und jetzt kommt ein ganz kurzes Video, ob es in Oba auch eine Kanalisation gibt. Ja, natürlich haben wir hier eine Kanalisation. Allerdings in den Neubaugebieten, das war ja früher landwirtschaftliches Gebiet wie hier, hatten wir noch keine. Aber darüber gleich ein Video. Gleich. Und dann kommt noch ein größeres Video mit schönen Objekten. Das kommt dann als nächstes. Danke, liebe Grüße. Ach ja, warum ewig jetzt nichts kam? Ja, ihr wisst doch, ich drehe doch einen Film. Café Jenseits. Ja, da treffen sich ein paar Selbstmörder, weil das Leben sie fertig gemacht hatte. Und da das Video mache ich gerade und das muss sehr gut werden. Das wird auch sehr gut. Und das kostet Zeit. Ne? Husch, husch. Geht immer nie gut. Tschüssi.